Was macht denn jetzt genau diese Maschine da, die wir jetzt da sehen? Also normalerweise sind wir jetzt eine 3D-Druckmesse, aber die stickt jetzt eine Runde. Das ist genau richtig, ja. Also wir sticken hier tatsächlich, das ist eine Stickmaschine. Das Verfahren nennt sich aber TFP, Tailored Fiber Placement. Damit werden jegliche Art von Fasern oder Drähte gelegt, und zwar orientiert gelegt, sodass sie die bestmögliche Verstärkung oder ja, Streben kriegen, die sie brauchen in den Strukturen. Und somit kriegen sie den besten Halt in den Briefforms. Das heißt, deswegen dreht sich der Nähkopf da vorne immer die ganze Zeit hin und her, nach rechts und links, damit er die Ausrichtung ändern kann. Das ist korrekt. So orientieren wir die Fasern und kriegen damit die bestmögliche Stabilität. Okay, jetzt noch eine Frage. Sie haben gesagt Carbon, das sieht aber jetzt am Schluss dann nicht so aus. Wir sehen jetzt da schon mal so ein paar Beispiele, die da liegen. Richtig. Was sind das für Beispiele? Wie wird das nachher dann entsprechend von dem zu dem? Also wir legen gewisse Lagen, je nach Anzahl Lagen, die das Produkt nötigt. In dem Fall haben wir jetzt hier eine Schuhsohle mit 3 Carbonlagen aufeinander, endlos zugeführt. Das wird dann grob ausgeschnitten und kommt dann in einen Ofen oder in eine Preform, wenn Sie so wollen, das mit einem CNC-System vorgeschnitzt worden ist, eine Negativform. Mhm. Dann wird das eingelegt, dann mit der Harz initiiert und dann bekommen Sie ein fertiges Teil. Okay. Diese Teile, ich hole mal sowas her, werden dann relativ dünn und sehr, sehr flexibel und werden zum Beispiel in Sportschuhen eingesetzt. In dem Fall ist einer unserer Kunden die Firma Nike, die diese einsetzt in ihren Sportschuhen. Genauso geht es aber in der Autoindustrie, wie zum Beispiel Pleuels, die wir hier haben, die eben so gelegt werden, weil es hier sehr, sehr wichtig ist, dass die Fasern orientiert im Kreis gelegt werden, um die bestmögliche Verstärkung zu kriegen. Und das hat jetzt auch wirklich so die Stabilität, dass man sagen kann, okay, das hält einiges aus jetzt, gerade das da jetzt im Automotivbereich? Das ist richtig. Die werden natürlich immer in einem Stresstest ausgeführt, die Dinger, und sind gegenüber Aluminium oder Stahl erheblich fester und sind kaum zu zerstören, die Dinger. Warum ist das so? Ich zeige das mal kurz in die Kamera rein. Ja. Das ist diese Preform, ein Teil davon. Und wenn Sie etwas genauer gucken, dann sehen Sie, dass die Fasern hier im Kreis laufen, und zwar endlos, in einer Achterform, und somit ist das Ding nicht zu zerstören. Okay. Jetzt haben wir noch eine Frage, was hat denn das für einen Zweck, dass man da sowas Carbonmäßiges in die Schuhsohle reinpackt? In der Schuhsohle hat es den Effekt, dass sie eine Art Federeffekt haben beim Laufen. Das heißt, es fällt ihnen leichter, vorwärts zu kommen. Man müsste das persönlich mal ausprobieren. Es gibt, wie gesagt, einen Schuh von Nike, den Sie gerne mal probieren könnten in den Kaufhäusern. Der Vorteil ist einfach, man wird fast dazu gedrängt zu laufen, wenn man damit abrollt. Hat damit zu tun, ich zeige es mal kurz an. Wenn Sie mit den Zehen aufsetzen, dann haben Sie hinten diesen Federeffekt. Mhm. Ja, und dieses allein durch das Abrollen haben Sie immer den Drang, nach vorwärts zu gehen. Ja. Und das fällt das Laufen erheblich leichter, das ist der Hintergrund. Ja. Ist eine Unterstützung, wenn man so will. Ne? Okay, ja, cool. Jetzt habe ich gesehen da hinten, das haben wir gestern auch schon mal uns angeguckt, da haben Sie noch eine Autofelge stehen. Ja, korrekt. Da war auch meine Frage, bricht die denn nicht irgendwann oder ist das nicht ein bisschen gefährlich, damit der da rumzufahren? Wir haben schon öfters auf 3D-Druckmessen gesehen, okay, auch gerade auf der Form Next, 3D-gedruckte Felgen. Mhm. Wie stabil ist die denn? Die ist sehr stabil. Die Felge, die wir hier haben, ist aus Amerika, von einem Kunden aus Amerika und hat natürlich alle Prüfungen bestanden, sonst würde sie jetzt ja auch hier nicht stehen. Der Hintergrund ist jetzt folgendes, diese Maschinen werden eingesetzt, um die Speichen zu legen. Die Speichen werden in einem durchgelegt und zwar wiederum werden die Fasern orientiert gelegt. Man kann es vielleicht erkennen auf der linken Seite auf unserem Poster. Das ist ein Beispiel, wie die Speichen in einem durchgehend gemacht werden. Und diese werden dann wiederum in die Molds, also in diese Preform reingelegt. Optisch wird als allererstes eine axiale Faser bzw. Carbonmatte gelegt, weil, wenn wir es pressen würden, die Optik nicht so schön ist. Mhm. Aber die Struktur an sich besteht von dieser Maschine. Okay, cool. Und Sie haben auch gesagt, das Ding hat TÜV, diese Felge, ja? Jetzt muss ich mich korrigieren, beim deutschen TÜV nicht, okay. Aber in Amerika ist sie zugelassen. Okay. Diese Felge. Ist aber interessant. Sehr
sehr, sehr schön und vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Gerne, gerne. Es ist immer wieder spannend, hier zu sein. Dankeschön. Danke. Schönen Messe noch. Ja, danke. Danke.